Herzlich willkommen zu einer kleinen, ja, Tätigkeit, die sich daraus ergeben hat. Oh, Pandora Box, 24 von 25 Spielern. Eieiei. Ja, wir müssen unser Zeug wiederfinden. Wir sind ja gestorben. Und dann nochmal gestorben. Die Sache ist, wenn ich Admin bin und da runterspringe von der Brücke, was wir ja letzte Folge gemacht haben, dann habe ich das Speed-Privileg. Das heißt also, wenn ich im Wasser ankomme, habe ich extrem starken Auftrieb, wenn ich dabei die, also wenn ich die Auftauchtaste gedrückt halte und die Speed-Taste gedrückt halte, habe ich so viel Auftrieb, dass ich unten auf dem Meeresgrund nicht aufkomme und sterbe. Dadurch, dass wir hier aber kein Speed-Privileg haben, habe ich diesen Vorteil nicht. Das heißt, ich bin relativ ungebremst im Wasser. Und ja, dementsprechend halt gestorben. Schade eigentlich. So, die Frage ist, kommen wir von hier... Oh, jetzt mit der Fackel hin. Oh, hier hat jemand schon eine Fackel hingebaut. Na, schau mal, na, guck. Interessant. Wow, aber auch hier... Ich habe also tatsächlich schon Besucher auf dem Server gehabt. Interessant. So, die Frage ist, wo ist unser Zeug? Ich habe absolut keinen Plan. Und irgendwie glaube ich auch nicht, dass wir hier wirklich hierüber rankommen. Das sieht alles so anders aus. Nee, du. Das funktioniert nicht. Ich glaube, wir sind hier komplett falsch. Ich glaube, wir hätten mal doch den Westway nehmen sollen und dann erstmal nach Hause gehen sollen und von Hause aus wieder losgehen sollen. Irgendwie komme ich gerade hier nicht wirklich zu Rande. Wo zur Hölle sind wir hier? Hallo? Eieiei. Na super. Ah, da hinten sind. Nee, doch. Da hinten sind Äpfelbäume. Das heißt, vielleicht ist das das Gebiet, wo wir waren. Das Problem ist nur, wie kommen wir hier hoch? Alter, ich hasse das alles nur Klippen. Grünzeug innerhalb einer Mine. Klingt sehr realistisch. Kommen wir hier hoch? Ja, kommen wir. Hübsch, hübsch, sieht nicht so interessant aus. So, kommen wir hier jetzt irgendwie an die Oberfläche? Sieht nicht so aus. Scheiße. Ja, super, wir kommen gar nicht an die Oberfläche ran. Das ist alles hier so eine riesen Klippe. Gott damn it. Ja gut. Wie zur Hölle. Oh Gott. Was habe ich getan? Was habe ich getan? Können wir jetzt hier hocharbeiten? Ich will nach Hause. Da ist natürlich auch Klippe. Alter, hier ist überall Klippe. Nee, Alter, wie sind wir komplett falsch? Kann das sein? Boah, das gibt's doch gar nicht. Wo zur Hölle sind wir hier? Okay, da hinten ist Flachland. Da hinten kommen wir irgendwo rauf. Äpfel, ich brauche Äpfel. Hab nur noch 13 Nahrung. Oder Sättigung. Ja, genau, hier ist es. Da ist mein Zuhause. Da ist mein Haus. Hier ist dieses komische Ding. Was man gleich sofort wieder erkennt. Naturschutzgebiet, yay. Gut, das heißt, ich weiß zumindest, wonach ich suchen muss. Wir waren also da irgendwo vorhin. Schätze ich mal. Das wiederum würde bedeuten, dass wir hier irgendwo in der Nähe, also da wo wir jetzt gerade hier sind, hier irgendwo in der Nähe müsste denn die Höhle gewesen sein. So, ich klaue mal hier erstmal ein paar Äpfel, weil wir brauchen gerade echt Nahrung. Ich bin hier gerade direkt am Verhungern. Und dann müssen wir unbedingt unser Zeug wiederfinden. Also primär vor allen Dingen erstmal die Höhle, wo wir überhaupt reingegangen sind.
Das hier ist alles Naturschutzgebiet. Naturschutzgebiet. Und das war an der Grenze von dem einen Naturschutzgebiet zu dem anderen Naturschutzgebiet. Aber wo verläuft diese verkackte Grenze? War das hier auf der Insel irgendwo oder was jetzt? Das war, glaube ich, hier hinten, da hinten irgendwo müsste es gewesen sein. Oh, jetzt nehme ich hier die ganzen Äpfel mit und esse alle auf, obwohl wir schon satt sind. Was natürlich eine schöne Verschwendung ist. So, ich gehe mal in die Richtung da hinten. Das müsste ungefähr die Richtung gewesen sein. Genau, da hinten ist die große Felsformation, genau. War das das hier? Ja, genau, das war die Höhle, wo wir zuerst drin waren. Das heißt, von hier aus habe ich mich dann umgeschaut. Und umgeschaut heißt, dass hier in der Nähe irgendwo eine weitere Höhle sein muss. Weil so weit gelaufen sind wir ja gar nicht. Ich schätze mal, ich bin... Autsch. Ich schätze mal, ich bin irgendwo... Weil wir sind hier raufgelaufen. Genau, hier raufgelaufen. Und dann sind wir einfach weiter geradeaus in diese Richtung gelaufen. Ja, da muss es irgendwo sein, oder? Bitte. Bitte. Ich müsste jetzt eigentlich gleich der RWR aufhören. Das RWR aufhören. Und dann... Nee, hier kommt Fluss. Fuck. Okay, ich gebe auf. Ich hab verloren. Ich werde mein Zeug nie wiederfinden. Oh mein Gott. Ah, okay, hier ist jetzt keine RWR mehr. Das heißt, wenn wir jetzt hier irgendwo eine Höhle finden, dann müsste das genau die Höhle sein. Ist auch wieder ein Naturschutzgebiet. Ach, scheiße. Ey, wollt ihr doch verarschen. Mann, nein. Erstmal ein Apfel. Ist hier irgendwie eine Höhle? Ja, aber nicht die wir gefunden haben. Das ist irgendeine Höhle, wo wir richtig runtergefallen sind. Also muss es auch eine sein, die erstmal schön tief runtergeht. Ist auch ein Naturschutzgebiet. Sein hier? Ja, doch, hier. Das, ja, genau. Oder? Nee, aber noch abgebaut. Och, Leute. Das war doch nicht das hier, oder? Nee. Ich krieg gleich eine Macke. So, dann sind wir hier lang gelaufen, in die Richtung. Dann war das doch die hier. Dann war das doch die Höhle. Leck mich am Arsch, war das doch hier? Die Höhle war das denn doch. Eben, wir sind ja zuerst bei der hingegangen und hab da gesagt, das war die Höhle, wo wir zuerst drin waren. Ja, dann war das die Höhle hier. Okay, das heißt, wir müssen dann hier unten irgendwo lang. Oder? Nee. Nee, oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Waren wir in drei Höhlen drinne? Ich will nach Hause. Ich will meine Sachen wieder haben. Mami. Warum? 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 Alles, was ich suche, ist eine Höhle. Du verfickte Höhle. Ich will meine Sachen zurück. Bitte. So. Es kann nicht wahr sein, dass wir hier... Es war auf jeden Fall irgendwas, wo wir reingefallen sind. Also muss es irgendwas gewesen sein, wo ich von Anfang an gedacht habe, nee, mal lieber nicht drin gehen. Und dann sind wir aber doch reingefallen, wo wir dann doch hingegangen sind. Ich finde hier keine weitere Höhle gerade. Das kann doch nicht angehen. Ha. Oh, da ist jemand gestorben. Wie kann da jemand sterben? Achso, und da fliegt er trunken. Oh Gott, Alter, was machen wir jetzt? Erstmal das Zeug da mitnehmen. Mal gucken, wie es gehört. Wow. 9711. Was ein Name.
Gut, damit haben wir zu wissen schon wieder ein bisschen, ne, was haben wir denn da? Nee. Wenigstens haben wir ein paar Fackeln. Gut, ist aber alles nicht das, was ich jetzt gerade suche. Scheiße, Alter, was machen wir denn jetzt? Ich komme immer wieder zu dieser Mine. Das macht doch keinen Sinn. Knopf unmöglich. Nee, das kann hier die Mine gar nicht gewesen sein. Und der Bereich ist geschützt und da geht es nicht weiter. Nee, jetzt kommt keiner wieder. Oh meine Fresse, Alter. Gut, wir gehen jetzt einfach mal in die Richtung hier. Vielleicht finden wir hier irgendwas. Vielleicht war es doch das hier. Nee, kann nicht sein, das war das, was wir abgebaut haben. Hier haben wir den Stein abgebaut. Ich gehe trotzdem mal rein. Vielleicht war es ja hier. Nein, hier ist dunkel. Ich möchte sterben. Können wir wieder hoch? Eigentlich müssen wir wieder hochkommen. Genau. Eigentlich. Ich krieg eine Krise. Ich krieg eine fucking Krise. Hier muss jetzt irgendwo eine Höhle auftauchen. Tja, ich würde mal sagen, damit sind dann unsere Sachen offiziell verloren. Alter, ich habe keinen Plan, wo wir lang gelaufen sind. Immer wenn ich den Weg gehe, wo ich denke, dass wir lang gelaufen sind, kommen wir irgendwo anders hin. Hier ist wieder der Strand. Na gut. Ach, ein neuer Äpfel. Hier gewesen? Nee, hier geht's nicht runter. Boah, sag mal. Ist denn das möglich? Wo kann denn diese verfluchte Schlucht sein? Vor allem, weil wir da auch so reingeplumpst waren, wie sich absolut nicht wie die Umgebung davon aussah. Und normalerweise gucke ich ja, bevor ich in die Höhle reingehe, erstmal die Umgebung wissen,
So frei nach dem Motto, wenn ich die Umgebung mir einpräge, weiß ich wieder, wo wir waren. Aber wie gesagt, wir sind ja quasi reingeplumpst. Von daher weiß ich auch nicht, wie die Umgebung aussah. Das ist alles so surreal. Dass es hier war, kann ich mir nicht vorstellen. So weit weg waren wir nicht. Hier geht doch gar nichts lang. Gar nichts lang. Holy shit, fuck off. Ja, dann würde ich mal sagen, schöne Gegend, aber bringt uns leider nicht allzu viel. Darf ich die ganzen Cleanstone nochmal machen? Über 200 Steine. Die gesamten Steine, was wir abgebaut haben, nochmal suchen. Das gibt's doch ja nicht. Ist hier was beleuchtet? Hier war das nicht, ne? Ne. Oh Mann, ey. Dort ist traurig. Ja, gut. Dann heißt das wohl, ich werde mal zwischen die Folge gucken müssen, mal in die Folge reingucken müssen, oder wir können uns ja auch gemeinsam tun. Ja genau, komm, können wir mal hier als Gemeinschaftsprojekt angehen. Ah. Wo war das, wo wir reingegangen sind? Das war der Wald. Aber direkt am Strand? Okay. Mach ich stumm. Das Ding haben wir gefunden. Genau, da ist vorne der Strand. Die Bucht, wo wir vorhin die ganze Zeit lang gelaufen sind. Aber da. Ah, lol, da. Deswegen habe ich das nicht gefunden. Oh Gott, ja gut. Das erklärt doch, warum wir da so reingeplumpst sind. Wow. Das ist ja mies. Der wies sich ja doch, wo das war. Das war nämlich doch da, wo wir gerade fünfmal waren. Da war es also doch richtig, dass wir da einfach aus der alten rausgelaufen sind und rechts gerade weitergelaufen sind. Kurz. Kurz. Okay, das heißt, wir müssen erstmal unsere alte Mine suchen. Ja, lass doch mal. Boing. So, genau. Hier war die alte Mine. So. Und hier sind wir dann rausgelaufen, sind dann hier schräg hochgelaufen. Dann war das alles doch richtig. Hier sind wir gerade ausgelaufen. Ah. Da hinten, das kleine Dings, das ist die Gott, Alter. Oh. Ja, okay, das Ding habe ich jetzt komplett übersehen, weil ich immer hier gelandet bin gerade und an die Stelle konnte ich mich halt nicht erinnern. Aber eben, direkt daneben ist das, wo wir reingefallen sind. Ist das Hesselo? Gut, wir brauchen Holz. Wobei Schwert, ach fuck auf Schwert. Schwert ist völlig überbewertet. Autsch.
Halb, nein. Hallo? Hä? Ach, da hinten. Ich höre mich jetzt schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. So, da hinten müsste das Ding sein, ne? Genau. Da ist der Sandabgang, Abgrund. So, dann schlagen wir den mal mit einer Hacke, die ich den Schädel ein. Wenn er noch da sein sollte, kann er sein, dass er despawned ist. Ne, da ist er noch. Der ist noch da. Komm mal her. Komm mal her. Komm mal her, du Hurensohn. Aha. Du mich auch. Arschloch. Arschloch. Und nicht mal was gedroppt, ja? Nicht mal was gedroppt. Du Hurensohn. Ah. Alter. Boah, das war ja mal eine Aktion, ey. Na gut. 30 Jahre später haben wir es nochmal wieder geschafft. So, die Frage aller Fragen ist, ist jetzt hier Eisen? Oder war die ganze Aktion jetzt umsonst? Ah, also Kupfer ist hier schon mal. Okay, aber scheinbar nur Kupfer oder was? Oh, hier geht's auch wieder runter. Na gut, dann bleiben wir erstmal hier oben und graben mal hier das ganze Kupfer ab. Beziehungsweise machen wir hier erstmal überall Licht, damit hier nicht irgendwelche Dungeon Master spawnen. Weißt du, vor allem, ich habe die ganze Zeit vor den Dungeon Master Angst und dann erledigt uns hier so ein Kackdings da. Weil ich habe ihn ja angegriffen, aber der hat von den ganzen Sten nur jeden dritten irgendwie wirklich tatsächlich hinzugeschlagen. Gut. Das heißt, wir gehen mal hier in Ausgangsposition und dann graben wir hier einfach mal alles ab. So, ich suche nur mal kurz unser Silber nach oben, damit wir auch... Alter, erstmal hier alles neu sortieren. Du kommst nach da, 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 du kommst nach da. Easy. Wir haben eine Eisenspitzhacke. Yay. Ist aber doch gut, dass wir da lang gelaufen sind. Der Typ, der gestorben ist, hat erstmal seinen Startinventar gedroppt. Und im Startinventar ist ja... Achso, jetzt sehe ich gar nicht... Überblick behalten hier, was wir aufsammeln. Und im Startinventar ist ja bekannterweise auch eine Eisenausrüstung mit dabei. Eisenschwert nicht mehr, glaube. Weil mit Eisenschwert in die Startausrüstung zu packen, habe ich schlechte Erfahrung gemacht. Da schlagen sich denn die ganzen Spiele immer erstmal selber die Köpfe ein. So powered by PvP. Was ja nicht so nur Zweck der Sache ist. Aber zumindest eine Stahlspitzhacke und eine Stahlaxt ist halt im Startinventar. Ja. Und wenn natürlich jemand im Startinventar stirbt und das droppt, freut sich der, der es findet. Weil er hat dann die doppelte Ausrüstung. Gut, ich mache jetzt hier trotzdem mal eine Fackel hin. Einfach, weil sie gerade hier so dunkle Punkte freilegt, die natürlich nicht sehr gut sind. Aus sicherheitstechnischen Aspekten. Für Leib und Leben. So. Gut, das heißt, wir haben massig Silber tatsächlich. Ist zum ersten Mal, dass ich so viel Silber finde. Und das hier ist ja eigentlich der ganz normale VZ-Map-Gen. Also nicht mal Carpeten oder irgendwas Besonderes, sondern wirklich einfach nur VZ-Map-Gen. Trotzdem finden wir hier so viel Silber und kein bisschen Eisen. Ist jetzt tatsächlich ein bisschen seltsam, hätte ich so nicht gedacht. Ich dachte normal, ne? Also bei den Vanilla-Map-Gens, da findet man ja eigentlich viel... Ach nee, Quatsch, was laber ich da? Eben, die haben ja vor kurzem die Sachen hochgesetzt. Oder vielmehr runtergesetzt. Das heißt, dass man die Sachen erst weiter unten findet. Eben, und Eisen findet man jetzt, glaube ich, erst ab 100, also minus 128 oder 256. Das heißt, da werden wir tatsächlich vielleicht doch noch ein bisschen brauchen. So, das ist nochmal Kupfer. Sehr schön. Kupfer ist immer gut. Nochmal Silber. Alter, wir haben schon 14 Silber. Was geht ab?
So, mehr Kupfer ist hier aber nicht, ne? Nö, sieht nicht so aus. Gut, dann gehen wir jetzt mal weiter darunter. Natürlich noch mehr Silber, klar. Warum auch nicht? Wow, nur nicht zu harsch. Ich würde mal sagen, ich baue mir hier erstmal eine Treppe runter. Und zwar lege ich einfach mal hier los und gehe dann hier bam, 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 bam. Ich mach mal hier so. Bam. Damit das Ganze auch hier schon Ordnung hat. So. Nein, die schöne gute Eisenspitzhacke. Oh, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Wie kann die jetzt schon weg sein? Sie war so jung und so unverbraucht. Dabei haben Models doch ein Verfallsdatum. Oh, Kupfer. Wow, das wow, das, wow. Ich weiß gar nicht, was für ein Mischungsverhältnis hier ist, aber wahrscheinlich das 8 zu 1. Ja. Das heißt, wir müssen mindestens 8 mal Kupfer sammeln. Ich guck mal ganz kurz. Bronze. Ja, wir brauchen also mindestens 8 mal Kupfer. Okay, haben wir ja schon 11 Kupfer. Sehr schön. Aber eben, wir brauchen quasi immer eine durch 8 teilbare Zahl. Das heißt also, bei 11 Kupfer, wenn wir 11 mal Kupfer finden, dann bringt uns das eher weniger was, weil wir davon 3 nicht verwenden können. Wir müssen also immer entweder 8 finden oder 16, ne? Alter, ist das so dunkel? Gott, Licht. Sofort Licht. Das Riechenrappel. Was? Schon Feierabend? Hier geht's wieder hoch. Kupfer. Gut, ich mache erstmal hier, ne? Erstmal das Silber da weg. Silber scheint ja gerade irgendwie unser bester Freund zu sein. Wenn ich das jetzt hier so richtig sehe. Wobei, wie gesagt, wir haben mittlerweile auch relativ gut Kupfer. Von daher können wir uns tatsächlich Silberwerkzeuge und Bronzewerkzeuge bauen. Leider kein Eisen. Das Problem ist, für manche Sachen brauchen wir halt leider Eisen. Da kommen wir nicht drum rum. Zum Beispiel, wenn wir uns einen Eimer bauen wollen. Ne? Eimer geht halt nur aus Eisen. Ein bisschen schade, weil ich meine, im echten könnte man natürlich einen Eimer auch aus Bronze bauen. Oder gießen. Ne? Ist ja kein Bauen, sondern eher gießen. Oder schmieden. Aber mein Test hat da seine eigene Logik. Direkt wieder ein paar Fackeln hier aufsetzen, weil wir gehen jetzt nach oben. Das heißt, von oben kann sehr leicht was kommen. Okay, jetzt alles. Ah, Kupfer. Kupfer. Noch mehr Kupfer. Das ist doch schön. Ist doch geil. Das heißt, wir haben jetzt. Jo, passt doch perfekt. 16 mal Kupfer. Das ist doch schön. 3x 10, das heißt 8 mal Kupfer können wir noch einsammeln. Oh, apropos Kupfer. So, das heißt, wir gehen mal ganz kurz. So, und dann machen wir einfach mal so hier. Easy peasy lemon squeezy. Kupfer für die Welt, weil es mir gefällt. Tralalalalala. Lala. Okay, hier geht es nicht weiter in die Richtung. Ich sehe hier auch weiterhin nichts. Dann gehen wir mal dahin. Da wird zum Beispiel auch erstmal schön Graphit. Ich mache aber erstmal Licht. Aus Gründen. Oh, Kupfer.
Haben wir noch mehr Eisenwerkzeuge? Nein. Ach ja, die anderen Sachen haben wir ja in die Kiste gepackt. War vielleicht gar nicht mal so klug, weil da war, glaube ich, auch eine Schippe mit dabei. Die würde uns jetzt echt helfen. Oh Scheiße. Na gut, komm. Lass mal hier wieder direkt Licht. Oh, Kupfer. So viel Kupfer. Kupfer. Oh nein, du solltest doch da. Oh, oh, über mir ist komplett großer Raum. Da kann sich also schön viel Zeug verstecken. Das ist natürlich nicht sehr nett. So. Ah, vielleicht kriegen wir die dritte oder den dritten Achter-Stack von Kupfer tatsächlich voll. Das wäre natürlich stylisch. Noch zwei Stück. Noch zweimal Kupfer. Dann haben wir 24. Also genau das, was man braucht, um durch 3 zu teilen. Ich will da oben rauf. Das ist interessant. Aber andererseits ist es natürlich sinnvoller, nach unten zu gehen. Ne? Weil je tiefer man ist, desto bessere Ressourcen bekommt man. Okay, wir haben einmal Flint bekommen. Oh, scheiße. Scheiße. Wir haben einmal Flint bekommen, das heißt, wir können Steel und Flint bauen, also Feuerzeug. Wobei können wir nicht, weil wir brauchen dafür Eisen. Fuck my life. So, was bist du für ein Viech? Ach so. Ach komm. So, erhalt erstmal hier, ne? Einen sachgerechten Abstieg bauen. Ach du Scheiße, ist nicht dein Ernst, ist nicht dein Ernst, oh Gott. Ist nicht dein Scheiß Ernst, ist nicht dein fucking Scheiß Ernst. Tja, das war dann wohl ein Dungeon Master. Von wo schießt denn der? Oh. Heilige Bemann! Alles, was ich wollte, ist noch zweimal Kupfer. Komm her, du Mistgeburt, wo bist du? Da ist er. Guckt ihn in die Augen. Diese Mistgeburt. Okay, wir werden es jetzt so eben hinbauen. Ja, richtig mit Schaschli. Dungeon Master mit dem fucking Steinschwert. Das gibt's nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das kann nur schief laufen. Wow, das ist klar. Erstmal meine Fackel wieder abbauen. Hat er uns im Visier? Ja, muss er ja. Da ist er. 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 Nicht schießen. Bitte nicht schießen. Ich habe Frauen und Kinder, erschieß die, wenn du willst. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ach, scheiße, 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 scheiße. Ah, wo da? Easy. Oh mein Gott, oh mein Gott, Alter. Fuck the fuck, 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 fuck. Der hängt da auf der hängt da auf einer Ecke fest. Sieht der uns gerade nicht? Oh nein, 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 nein. Ach so. Hä? Ich treffe schon wieder nicht. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Boah. Was? Alter. Lass mich ficken.
Hat er uns gerade in den Stein reingeschossen oder warum war es immer schwarz? Ich habe fucking nichts mehr gesehen. Was läuft mit dem eigentlich falsch? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Naja. Oh Gott. Naja. Nächste Folge, nächstes Glück. Neues Glück. Neue Folge, neues Glück. Irgendwie so, keine Ahnung. Ach du Scheiße. Ich sage, ich hasse Dungeon Master. Diese Viecher fucken so ab. Warum? Ich habe noch nie erlebt, dass der mich in eine Wand reingedrückt hat. Ich war in der Wand drin. Ich musste mich jedes Mal erstmal wieder aus der Wand rauspickern. Was ist da los? Aber diesmal wissen wir jetzt wissen, wo die Höhle ist. Ne? Das heißt, diesmal können wir da tatsächlich dahin gehen. Ist schön. Alter, ich wollte doch nur ein bisschen Eisen haben. Tschüss.